Hallo zu tatsächlich Jubiläumsfolge 30 von Inside Politics. Und ja, wir werden bald 300. Ihr fangt es gerade an. Wer sind ihr? Alexander Surowitz von Fass ohne Boden. Fass ohne Boden ist eine Bloggruppe, sage ich jetzt mal, oder ein Blog in Wien, der jetzt neu anfängt, eine Medienplattform. Das hörst du, glaube ich, sehr gerne, die sozusagen als digitale Tageszeitung jetzt in Wien investigativen Journalismus, damit ich es richtig rausbekomme, betreibt. Was machst du da, was ist da dein Ziel? Schlüsselwort heißt, oder besser gesagt, der Oberbegriff heißt Transparenz. Also wir sehen uns als investigative Digitalzeitung, heute beim Kickoff. Wesentlich erscheint uns Intransparenzen offen zu legen, wesentlich im Bereich der Unternehmungen der Stadt Wien, also wir haben einen Fokus auf Wien, bei Vereinen und natürlich bei Verstrickungen von Personen wie Aufsichtsräte, Prokuristen, wie hier Filz und Filzkonstruktion ans Tageslicht muss. Ja. Du hast letztes Jahr eigentlich damit angefangen im Zuge des Gemeinderatswahlkampfes, weil du bist ja für die ÖVP ins Rennen gegangen. Mutiger Schritt, muss ich dazu sagen, an der Stelle. Wie hat das eigentlich für dich begonnen? Du hast dieses Netzwerk von 300 Subfirmen der Stadt Wien aufgedeckt und gezeigt, dass da eben sozusagen auch politische Spielchen ablaufen, dass da Jobs hin und her geschoben werden. Wie kann man sich das vorstellen? Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ja, ich überlege gerade. Tatsächlich mit dem Korrektivansatz hat ja begonnen, bevor ich ja angetreten bin. Also das muss man sagen, erst war ich journalistisch tätig, bevor ich mich entschieden habe, für die ÖVP ins Rennen zu steigen. Aber de facto war es sehr gut, mal auch auf der anderen Seite zu stehen und zu sehen, was einen Politiker bewegt. Und da muss ich sagen, habe ich sehr viel Lehrgeld gezahlt. Am Anfang, muss ich schon sagen, war es beinahe katastrophal, weil viele Kunden abgesprungen sind, ja, weil man ja dann plötzlich politisch deklariert ist. Jetzt im Nachhinein betrachtet war es eigentlich ein Segen, weil Personen mich eben zuordnen können, welchem Weltanschauungsbild man nahe steht. Und was ganz wichtig ist, und da meine Kritik, viele Redakteure tun auf objektiv, sind aber de facto nicht objektiv. Ja. Und da würde es vielleicht nicht schaden, wenn sie einfach sagen, bin ein Grüner, bin ein Roter und habe aber kein Problem mit dem und dem Aspekt oder mit der und der Wortmeldung oder mit dem und dem Issue. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der hat ein Ingenieursbüro, der hat dann kandidiert und gleich mal 80% von seinen Kunden verloren. Ist das bei dir ähnlich gewesen, oder? Naja, also ich war de facto letztes Jahr kurz vorm Bankrott. Ja. Also das war schon ganz, ganz hart. Also potenzielle Business-Chancen sind ausgefallen. Man muss dazu sagen, du bist ja selber eigentlich in der Werbebranche tätig. Genau, also ich habe eine Digitalagentur und die finanziert mir eigentlich meinen Journalismus. Und ja, da habe ich ganz harte Compliance-Regeln. Also wir nehmen zum Beispiel keine Aufträge der Stadt Wien an oder der Unternehmungen der Stadt Wien. Ja. Aber dafür gibt es sehr viele andere Unternehmerinnen und Unternehmer, die das sehr schätzen. Ja. Was ist jetzt dein Ziel mit Fass ohne Boden und wo soll die Reise hingehen? Ich weiß nicht, ich muss immer so an Menschen denken, die mich geprägt haben. Da denke ich an Martin Balluch, ja. Nicht Grünaktivist, sondern der Tieraktivist, den finde ich beeindruckend, oder ein Kurt Kuch. Darf ich kurz was dazu sagen? Wir haben vor kurzem was bekommen diesbezüglich, was mit dem Urteil zu tun hat. Okay. Da müssen wir uns gesondert darüber unterhalten. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich weiß nicht, wohin der Weg gehen wird. Ich kann nur eines sagen, es gibt viele Geschichten und die müssen wir erzählen. Es gibt sehr viel Intransparenz und die müssen auf den Punkt gebracht werden. Ich kritisiere grundsätzlich die Intransparenz der Medienlandschaft und ich glaube, auch so wie euer Blog, ein gutes Medium, das sich einsetzt für nicht nur politische Themen und politische Interessen, sondern tatsächlich auch ein Auditorium bekommt, wo man liefern kann,
einen Mehrwert, und zwar der lautet Inhalte, Politik, Transparenz. Ja, danke fürs Lob, und natürlich, wir werden das revanchieren, und der Lesenswert wird sie ja auch verlinkt zu uns. Nochmals danke für die Verlinkung. Ja, weil es ist schon so, dass ein bisschen Eigenwerbung darf es bei der Jubiläumsausgabe auch sein. Wir haben uns entschlossen, dass wir als Partner in Zukunft zusammenarbeiten werden. Wie das jetzt konkret ist, das werden wir jetzt in den nächsten Wochen noch aushandeln. Aber das müssen wir uns erst heute zusammensaufen. Ja, so viel Zeit habe ich nicht. Ich muss leider nach morgen, nach Graz schon wieder. Aber so ist es halt. Im Wesentlichen, es geht ja darum, du sprichst von der Medienpolitik, du sprichst von den Verzweigungen, was auch Dossier präsentiert hat mit diesen 300 Millionen Förderung an Inseratengeschaltungen, genau, oder Medienförderungen, wie auch immer die dann ausschauen. Wo soll das hingehen? Wie soll man eigentlich in Österreich wirklich tatsächlich unabhängige Medien, von der Kronenzeitung mal abgesehen? Etablieren. Wie soll das funktionieren abseits der Politik, wo sich ja auch Medien und Politik so ähnlich sind? Oder so nah sind eigentlich? Nun, hätte ich einen Schlüssel für diese Frage, wäre ich vermutlich Medienprofessor und würde an der FU Berlin dozieren, ja, und der heranbildenden oder heranzubildenden Bildungs- oder journalistischen Elite die Möglichkeit geben, darüber zu reflektieren. Also wäre eine Anmaßung, das beantworten zu können. Ich glaube, der Schlüssel liegt darin, dass jedes Medium mal für sich wirtschaftlich rentabel arbeiten muss, ja? Dass Personen mit Leidenschaft dahinter sind und sich nicht einschüchtern lassen von Klagen bzw. Sich korrumpieren lassen durch Inserate. Und ich glaube, der Weg ist hart, aber es gibt nur ein Beispiel, ein Blogartikel waren 23 Möglichkeiten, Geld online zu verdienen. Also gerade heutzutage online haben wir so viele Möglichkeiten, Kapital zu schlagen, um uns Journalismus, Qualitätsjournalismus zu finanzieren und zu gönnen. Ja. Wo du aber genau ansprichst, nämlich das Thema Finanzierung durch Crowdfunding zum Beispiel oder eben Finanzierung durch Spenden in Form von, wenn die Leute was haben wollen, dann müssen sie auch was dafür bieten, also die Selbstverantwortung der Leute ansprechen. Ja, ganz klar, also unsere Markenstrategie ist tatsächlich, Leser zu Unterstützern zu machen oder zu Förderern, wir nennen sie Förderer, Gönner oder Mäzen. Und tatsächlich Menschen davon zu überzeugen, ein nahes Verhältnis mit den Redakteuren einzugehen und zu sagen, ja, ich will mir beispielsweise bei uns diese 9 Euro im Monat bezahlen, weil mir diese Arbeit es wert ist. Ja. Was heißt 9 Euro in dem Zusammenhang? Also tatsächlich, wir haben nicht Abo exklusiv, sondern unsere Angebote sind kostenlos. Und wer Unterstützer, also Förderer sein möchte, der hat die Möglichkeit, 9 Euro im Monat zu überweisen. Das ist gut so. Da bin ich bei einer weiteren Frage. Du sprichst immer wieder von der Redaktion. Mhm. Wie groß ist die jetzt und wer ist da dahinter? Also das ist schon ein härter Fall, weil ich da gerade gesehen habe, ein Kollege. Wir sind zu fünft. Chefredakteur natürlich ich und als Herausgeber. Ein Redakteur ist nur im Bereich Datenjournalismus. Ein Videojournalist ist gerade da drüben am Eck sitzend. Ja. Und dann habe ich noch eben sogenannte IT-Honks, die sich nur um die Webseite kümmern, Cybersecurity und Datenanalyse, Datenaufbereitung. Ja. Das ist so ähnlich wie bei uns. Genau. Ja, dann sind wir eigentlich soweit so durch. Respektive eine Frage noch, wie schaffst du es? Du hast vorher den Podivo der Woche angesprochen, also den Politiker der Woche. Mhm. Wie schaffst du es, die Leute an die Leute ranzukommen? Und ich glaube, im Fall von Herrn Maximilian Kraus, den haben wir letztes Jahr leider nicht gehabt, der hat sich vor der Herr angeschissen, um es einmal böse zu formulieren, aber egal. Wie schaffst du diese Leute sozusagen vor das Mikrofon zu bringen oder dass sie dich dann einladen in ihr Büro? Naja, ich schreibe eine E-Mail und sage, das wird eine geile Geschichte. Also,
Natürlich eben durch die politische Vernetzung, durch das jahrelange Interagieren und so hat es klingt, Bier trinken, ja, hat man ein solides politisches Netzwerk, das dann man aktivieren kann, um einen Termin zu bekommen. Ja. Das Problem, oder besser gesagt, die Kunst in der politischen Kommunikation besteht ja nicht darin, einen Termin zu bekommen, sondern einen zweiten. Also ähnlich wie beim Lobbying, beim Journalisten oder auch generell im Agenturenbereich. Nicht der erste Termin ist das Entscheidende, sondern eigentlich der zweite. Und dann beginnt eine Win-Win-Situation sowohl für den Journalisten als auch für den zu Interviewenden. So, und alle Columbo, eine Frage habe ich noch. Ja, genau. Ja. Heute hat man präsentiert, die Claudia Reiterer soll in Zukunft im Zentrum moderieren, mhm, oder ist zumindest so offen angesprochen worden. Mhm. Da ist auch das Thema Beziehung mit Lockl, mhm, Pressesprecher van der Bellen, angesprochen worden. Spin-Doktor. ZB, ja. Was haltest du vom Thema Fraternisierungsverbot in Redaktionen? Also, ich würde mal grundsätzlich antworten, nur weil jemand mit jemand verheiratet ist oder nahe Verhältnis steht, heißt das nicht, dass es seine Arbeit per se beeinflusst. Wesentlich erscheint mir hier nur, dass es eben proaktiv vom ORF kommuniziert wird, dass diese Person theoretisch den nächsten Präsidenten berät. Ja. Und ich finde einfach nur, das machen wir zum Beispiel, wir sind eben politisch deklariert, wer welcher Fraktion nahe steht oder wer wo kandidiert hat, haben wir persönlich kein Problem und auch meine Mitarbeiter. Auch so, ja. Und deswegen sehe ich das eigentlich locker. Ja. Vielleicht die Kritik am ORF, dieser scheinobjektive Journalismus, der einer nicht ist, weil der ORF ist politisch gefärbt. Ja. Das kann man nicht wegreden. Um es mit den Worten vom Herrn Brabetz zu sagen, keine Kommentierung. Ja, genau. So, dann herzlichen Dank. Sehr gerne. Alles Gute. Und ja, Inside Politics ist kein Fass ohne Boden, aber wir arbeiten in Zukunft zusammen und schauen, dass wir stopfen können. Sehr gerne. Zum Wohle Österreichs. Gut, danke für die Aufmerksamkeit.